Update. Ja, ich habe wieder was gelernt. Ich habe mich ja gestern, für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, da mit diesem Tool mal ein paar Leads gekauft, habe jetzt eine Liste mit 110 Menschen, die ich abtelefonieren kann, bin ich auch dabei. Statistiken, Bilanzen und so kann man auf meiner Timeline sehen. Aber jetzt habe ich was ganz Geiles entdeckt, nachdem ich da eben mit diesem Israeli telefoniert habe, der Traffic-Lieferanten. Hier hat es zwei Möglichkeiten, um Leads einzukaufen. Die eine Möglichkeit habe ich gestern genutzt, da habe ich einfach nur ein Paket gekauft und habe nichts gemacht, ja. Ich habe nur dieses Paket gekauft. Innerhalb von 3 Stunden, 3, 4 Stunden wurden mir diese 110 Leads zugeschickt, also hier in den einen Container getan. Und diese Leads werden generiert halt durch diverse Opt-in-Pages von verschiedenen Traffic-Engines, ja, also Traffic-Lieferanten und so. Und hier gibt es etwas, das zu beachten ist. Ja. Also ich habe das aus verkäuferischer Sicht so oder so getan, aber Fakt ist, diese Menschen haben sich ja nicht in einer Page, wie soll ich sagen, angemeldet, um Informationen zu kriegen, die ich erstellt habe, ja. Sondern sie haben sich angemeldet, das ist global ein natürliches Verfahren, dass man Leads generiert, in irgendwem seine Opt-in-Page. Das heißt, hier habe ich Leads gekauft für Business Development, Business Opportunities, was auch immer. Nun ist es so, dass diese 110 Menschen oft keinen spezifischen Hook haben, beziehungsweise ich weiß den nicht. Ja, es ist sehr global gehalten. Das heißt, die interessieren sich irgendwie für Business Development. Durch das Telefonieren kann ich dann eruieren in der Kommunikation, was genau ist es. Eben zum Beispiel Videosoftware, Leadsoftware, Trafficsoftware, Schieß mich tot Software, was auch immer. Und das ist schon mal ein sehr cooler Teil. Ja. Das beinhaltet aber wirklich, dass du halt mit diesen Menschen sprichst, um zu eruieren, ja, woher kommen denn die? Die kennen dich auch nicht, weil sie haben nicht bei dir persönlich irgendwas getan. Ist aber auch in erster Linie egal, weil sie interessieren sich nicht für dich, sondern für das, was sie sich eingetragen haben. Aber jetzt kommt der coole Teil und das habe ich erst jetzt so realisiert. Du hast hier die Möglichkeit, Moment, du hast hier die Möglichkeit, so Pages zu bauen. Ja. Du hast hier die Möglichkeit, mit so Templates Pages zu bauen. Und du kannst sie relativ cool editieren und so. Und du kannst sie auf dich abmünzen. Ja, also du kannst hier wirklich spezifisch Diamond Solutions hinschreiben, was auch immer du möchtest. Und kannst dann wieder Traffic einkaufen, um auf diese Seite diese Leads zu generieren. Das heißt, sie sind qualitativ höchstwahrscheinlich noch größer, weil du ja spezifisch eine Diamond Solution anbietest. Und die fallen dann auch direkt in einen anderen Container. Oh, sehr geil. Werde ich nachher versuchen. Hau nochmal $85 raus und mach das, sobald ich da mit meinen 110 Leads durch bin, mache ich das mal. Und das Geile daran ist, jetzt, ich stelle mir das mal so vor, ich kann mir jetzt zum Beispiel innerhalb von diesen Möglichkeiten, die es hier bietet, eine Page machen, indem ich zum Beispiel sage, Broadcast 500 SMS for less than $30 to your clients. SMS Marketing, whatever. Das heißt, ich nehme eine einzige Lösung aus diesem Produkt hier, nämlich den SMS Broadcaster, mache eine Landingpage, die auf das ausgeht, ja, also nur dieses SMS-Teil und werde dann für Business Development Leads einkaufen, beziehungsweise auf diese Page-Routen. Das heißt, die Menschen, die sich da nachher eintragen, haben 100% Interesse am Versenden von SMS. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, diesen Menschen irgendetwas zu verkaufen mit dem richtigen Headline, ohne dass man sie nochmal nicht über den Tisch zieht, sondern sagt, wie es ist. Wenn sich da jemand einträgt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Ding verkauft, würde ich jetzt mal sagen, bei 60 bis 80%. Personal Calls und so. Ja. Jupp, das wollte ich hier mal kurz mitteilen. Aber schön eins nach dem anderen. Ich habe das jetzt einfach so eruiert und gesehen. Brauchen kann ich sie im Moment nicht, weil eben, ich habe ja hier noch eine Liste mit. Puh, ja, es sind schon noch ein paar, die ich hier abarbeiten muss. Also im Gesamten sind es mittlerweile, glaube ich, noch 52, die sich hier via Facebook gemeldet haben. War im Nachhinein nicht die beste Idee, so viele SMS rauszubroadcasten mit dieser Message, weil jetzt muss ich, ja, hätte besser angerufen.
Aber ich kann jetzt wenigstens sagen, es funktioniert. Wenn jetzt einfach in dem Luxusproblem, dass ich hier irgendwie 42, 43 Menschen kontaktieren muss und das auf einmal, unhandelbar, ja, war mein Fehler, war eine blöde Überlegung. Im Nachhinein betrachtet hätte ich besser, man kann übrigens bei diesem SMS-Sender auch terminieren, ja, hätte besser mal jede, alle fünf, alle, ich weiß nicht, 2 Stunden mal 10 SMS verschickt oder so, dann wäre ich jetzt nicht so im Luxusstress. Aber Fakt ist, ich bin hier wirklich begeistert. US-Market cool. Ich bin leider, also leider, ich bin nicht in der Fitnessbranche. Man hat mir eben gesagt, dass die Leads für Weight Loss ebenfalls für die komplette Fitnessnische gelten sollten. Kann ich aber nicht beurteilen, weil habe ich nichts, habe nichts in meinem Repertoire, das ich an Fitness anbieten könnte. Deswegen muss ich da auch keine Leads generieren. Ja. Größte Nische hin oder her, ich habe da nichts zu sagen, deswegen lasse ich es. Ja. Wollte ich dich mal kurz teilhaben lassen. Echt cool. Echt, echt cool. Do you want more infos? Call me. Hook me up. Send me a message. Mach irgendwas. Und eben nochmal. Diese gestrigen $130 haben sich mehr als verzehnfacht. Weil du hast hier eine Liste. Name, Vorname, Telefonnummer, E-Mail brauche ich nicht. Was will schiefgehen? Außer du hast nichts anzubieten und kannst nicht zu verkaufen. Also lerne was zu verkaufen und lerne was anzubieten. Und dann ist das Ding hier wirklich Gold wert. Ja. Wirklich Gold wert. Bis jetzt übrigens keine einzige invalide Telefonnummer. Und was ich gesehen habe, die haben ja von GetResponse, haben die mir gestern noch bestätigt, dass die Liste hochgeladen wurde. Ich habe 110 E-Mails hochgeladen und 109 kamen an. Also entweder hatte ich 2 schon irgendwo drin oder es waren 2 invalide E-Mail-Adressen, also qualitativ auch für E-Mails, wenn man es brauchen kann, sehr, sehr hochstehend, was ich so beurteilen kann. So, kurzes Review, Update, let's go. Party? Nein, let's go. Machen wir ein bisschen Stuff, verkaufen dieses Zeug und helfen diesen Menschen, ja. Wirklich cool. Der eine hat mich übrigens noch connecten mit jemand anderem, kam auch ein Sale zustande. Läuft. Connect with people, communicate with people, get the wheels turning, baby. Cheers.